Moin Ich moin wüsste und derzeit etwas zu unternehmen. moin moin und herzlich willkommen zurück Es zu gibt noch eine andere Lösung. Gothic 3. Ich will hier jetzt endlich mal weiter, beziehungsweise wir haben jetzt nur noch Kopfgeldjagd Braga, Azura. Ich werde Azaru, die Sache Azura finden. sage ich immer wieder, sorry. Aber ich will hier mal Ich glaube, weiterkommen. Wir haben ja einen der Wassermagier schon gefunden, den Riordian. Und ich will wissen, wo die anderen sind. Das hier scheint ja eine Straße zu sein, also mal gucken. Und wir haben ja auch endlich das alles hier geskillt. Das ist voll, wir kommen überall jetzt hin, rein theoretisch. Und ja, Jagd könnte man nochmal ein bisschen erhöhen. Diebstahl, Diebstahlente würde ich noch erhöhen wollen, auf jeden Fall. Und hier, vielleicht Orktöter. Orktöter wäre auch nicht schlecht, wenn wir den noch machen könnten. Das sind auf jeden Fall einiges, was ich hier vorhabe, noch zu lernen. Und es wird halt dunkel. Also im Dunkeln hier durch die Wüste. Ich weiß nicht. Das hier sieht auf jeden Fall nach einem Weg aus, nach einer Straße. Speicher vielleicht mal, bevor ich hier weitergehe. Hier sind ja wieder Schakale. Da sind sehr viele Schakale. Heilwurzel. Ich hoffe, die laufen jetzt nicht mir entgegen. Ist das hier noch die Straße? Wo ist denn die Straße? Ich glaube, die ist da hinten. Da ist die. Das sind mir echt zu viele Schakale gerade. Nein! Weg, 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 weg! Mit euch will ich noch nichts zu tun haben. So, und Schmied. Schmied müssen wir auch noch lernen. Fällt mir gerade ein. Da müssen wir auch noch was machen, damit wir hier erstmal Erzwaffen schmieden können. Danach aus reinem Erz. Einen Bauplan, die Zutaten und einen Schmiedehammer. Und kann doppelt so effektiv schürfen. So wie Rüstungen und Waffen verbessern. Da haben wir einiges vor, auf jeden Fall. Denn die Waffen und Rüstungen, die wir bisher kriegen, sind ja alle irgendwie abgenutzt. Was mir schon öfters mal aufgefallen ist. Wir sind jetzt auf der Straße. Weltkarte. Morazul. Das ist das nächste, wo wir hingehen. Okay. Ich frage, was hier eigentlich in der Wüste sonst noch alles zu finden ist. Wir werden hier noch wahrscheinlich alles irgendwann erkunden. Da vorne ist aber ein Dino-Skelett. Ich glaube, da haben wir eine Stadt. Sieht auf jeden Fall danach aus. Und da nochmal eine. Hier kann man richtig weit sehen, wo die Städte sind. Ne? Wirkt auf mich auf jeden Fall so. Hier ist ein Dino-Skelett. Nee, das ist kein Dino. Das ist eine riesige Eidechse oder so. Oder ein riesen Krokodil. Gibt es hier solche Viecher? Rieseneidechsen? Hier gibt es überall hier Wasserfässer. Hat das irgendwie einen Grund? Hätten wir die Dingsresistenz nicht gemacht, die Hitzeresistenz? Hätten wir hier, Alter, dieser Ruckler.
Da sind wieder die Schakale. Ich speichere mal. Freund oder Feind? Wüstenräuber. Ich mache erstmal Pause. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Okay, die sind wieder noch. Hab mich aber gerade kurz gewundert. Denn Räuber sind normalerweise irgendwie hier mir gegenüber feindselig. So, was haben wir? Ah, hier oben. Da sind wieder dunkle Snapper. So, hier haben wir Morasul. Ist jetzt wirklich die Frage, werden wir hier alles von den Assassinen befreien oder uns den Nomaden anschließen? Wir werden uns auf jeden Fall Zeit lassen. Apropos, warte mal, wenn wir hier nochmal gucken. Der ist ja auch blau. Also, ne, nicht blau, sondern grün. Und das hier rot. Ich dachte, das wird sich umfärben. Gotha, da haben wir auch nichts mehr. Aber jetzt sind wir hier Morasul. Dann haben wir hier Ishtar. Kann ich das Bett benutzen? Nein. So, hier Sklaven. Es ist ja halt noch immer die Frage, für welche Seite wir uns entscheiden werden hier. Aktuell noch bin ich auf der Seite der Rebellen. Orknarok. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Orknarok. Du hast einen seltsamen Namen. Ja, das ist mein Kampfname. Der kommt noch aus meinen Zeiten als Gladiator. Eigentlich heiße ich Ole. Und warum kämpfst du nicht in der Arena? Warum kämpfst du nicht in der Arena? Das habe ich. Jedenfalls so lange, bis Anga mich auseinandergenommen hat. Anga? Dann wollte mich keiner mehr kämpfen sehen. Philippe hat mich dann für einen Spottpreis an Marsil verkauft. Wo ist Anga? Marsil? Ich grüße dich, Fremder aus dem Norden. Wie laufen die Geschäfte? Manchmal gut, manchmal schlecht. Ich plane ein großes Geschäft mit Gonzales. Doch vorher muss ich ein paar Angelegenheiten regeln. Und dabei könnte ich deine Hilfe gebrauchen, Kämpfer. Arbeite eine Weile für mich, dann mache ich dich zu einem reichen Mann. Siehst du hier oft Männer aus dem Norden, ne? Siehst du hier oft Männer aus dem Norden? Gelegentlich. Der letzte, dem ich begegnet bin, sagte von sich selbst, er sei Feuermagier. Naja, so abgerissen und verhungert, wie er aussah. Schwer vorzustellen, dass er mal einer dieser mächtigen Zauberer gewesen sein sollte. Erzähl mir mehr über diesen Feuermagier. Erzähl mir mehr über den Feuermagier. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Er ist in der Wüste verreckt. Das Einzige, was er bei sich trug, war dieser Kelch. Er selbst hat ihn bis zuletzt gehütet wie seinen eigenen Augapfel. Der Kelch war ihm scheinbar wichtiger als sein Leben. Dieser Narr. Wo ist dieser Kelch des Feuermagiers jetzt? Wo ist dieser Kelch des Feuermagiers jetzt? Aha. Du scheinst ein großes Interesse daran zu haben, Fremder. Ja. Ha, und ich dachte, das Ding sei nichts wert. Der Kelch befindet sich in meinem Besitz. Arbeite für mich und ich werde dir den Kelch des Feuermagiers überlassen. Verstehe. Okay, was soll ich für dich machen? Was soll ich für dich machen? Ich muss unbedingt diesen Sklaven loswerden.
Bring Orknarok zum Tempel des alten Volkes. Sprich dort mit Fasim. Sollen die sich doch mit ihm rumschlagen? Was ist das Problem? Es ist die Sonne. Sie macht ihn verrückt. Letzte Nacht stand er in meinem Zelt vor mir mit diesem durchdringenden Blick. Junge, bring ihn hier weg, sonst drehe ich noch durch. Okay, Tempelsklave Orgnarok. Den muss ich wegbringen. So, wo ist ein Angar? Ich habe jetzt von Angar gehört. Sklaven. Die müssen wir alle noch irgendwie befreien. Hier aber. Ich will jetzt wissen, wo Angar ist, wenn Angar hier sein soll. Beziehungsweise kann ich hier irgendwo pennen? Penne ich hier mal. So, bis zum nächsten Morgen. Kann ich hier raus trinken? Nee, leider nicht. Okay, wir wissen zumindest, wo wir noch den Königsdistel. Die gibt's ja auch echt überall. Ist das hier die Arena? Sieht für mich nach der Arena aus. Boah, ich hoffe, wir finden hier Angar. Ich bin nicht hier, um zu quatschen. Ich bin hier, um zu kämpfen. Wenn du eine Herausforderung suchst, bin ich dein Mann. Geh zu Philippe und sag ihm, dass du kämpfen willst. Okay, wo ist Philippe? Da ist Angar, oder? Ist das Angar? Wenn er so weitermacht. Angar! Da bist du ja endlich. Hast du doch noch den Weg zur großen Arena von Morasul gefunden? Angar, wie kommst du denn hierher? Angar, wie kommst du hierher? Naja, ich bin die Küste rauf und schon war ich hier. Hab ein paar Kämpfe in der Arena hier gemacht. Und im Nu war ich Champion von Morasul. Schade, dass du meinen Kampf gegen Orknarok nicht gesehen hast. Erzähl mir von deinem Kampf. Erzähl mir von deinem Kampf mit Orknarok. Also pass auf. Zuerst tauschen wir beide ein paar Schläge aus. Tasten uns ab. Wuchtige Schläge treffen mich. Ich versuche zu blocken. Und ich gehe zu Boden. Dann wirbelt er die Axt, als wäre es eine Feder. Ich rappel mich hoch. Schlage ihm die Parade weg. Und erwische ihn voll aus der Drehung. Das war's dann. Und dann haben sie mich zum Champion erklärt. Offensichtlich hast du dich noch nicht zur Ruhe gesetzt. Offensichtlich hast du dich noch nicht zur Ruhe gesetzt. Ja, du hast recht. Ich sammle noch ein bisschen Startkapital. Aber ich fürchte, solange der Krieg der Götter nicht entschieden ist, werde ich auch keine Ruhe finden. Ich bin schon froh, dass wir von dieser verfluchten Insel Korinnes runter sind. Ich finde schade, dass sie seine alte Stimme nicht wieder übernommen haben. Also der alte Synchronsprecher von ihm. So, Champion von Morasul zu sein bedeutet den Jungs hier schon einiges, was? Champion von Morasul zu sein bedeutet den Jungs hier schon einiges, was? Naja, die Idioten hier waren ja auch nie in der Minenkolonie. Im Vergleich zu den Schlachten mit den Gardisten von damals sind die Arena-Kämpfe hier ein Witz. Das einzig Interessante daran ist der Preis für den Champion. Die Mondklinge. Tolle Waffe. Mit Waffen hast du es immer noch drauf, was? Mit Waffen hast du es immer noch drauf, was? Ich kann dir noch ein paar Sachen zeigen. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Wir haben keine Lernpunkte, ja? Okay, also ich muss einmal gegen Angar kämpfen, glaube ich. Bandaru? Du bist noch nicht lange in der Stadt, was? Dann solltest du eins wissen. Morasul ist die Stadt von Gonzales. Von jedem Geschäft, von jedem Handel. Ja, selbst von den Diebstählen kassiert Gonzales seinen Teil. Du hast die Elitekrieger gesehen, die herumlaufen? Sie stehen unter seinem Befehl. Verstehe. Ich kann dir ein paar Aufträge verschaffen, damit du ein bisschen Gold in der Tasche hast. Morasul kann sehr teuer sein. Vor allem für Reisende. Du bist also Kopfgeldjäger? Du bist also Kopfgeldjäger. Früher habe ich alles gejagt. Aber Gonzales hat mir ein gutes Geschäft angeboten. Der Job hier ist etwas ruhiger. Aber ich hab's immer noch drauf. Also, wenn du was wissen willst. Was hast du für Aufträge? Was hast du für Aufträge? Kopfgeldjagd. Ich suche ein paar wirklich üble Burschen. Und einen Dieb. Außerdem ist da noch dieser verschwundene Assassine.
Wer ist dieser Dieb, den du suchst? Sein Name ist Yusuf. Er hat Artefakte bei der Ausgrabung gestohlen. Was ist daran so ungewöhnlich? Erstens hat er die Artefakte gestohlen, mit denen der Tempel geöffnet werden kann. Und zweitens hat er sich erwischen lassen und ist getürmt. Das kann Gonzales ihm nicht durchgehen lassen. Immerhin sind die Orks immer noch Gäste in unserem Land. Verstehe. Was mit dem verschwundenen Assassin? Sein Name ist Ramirez. Er arbeitet für den Schwarzmagier Ningal. Erzähl mir mehr über die üblen Burschen. Von den Wachen von Kafu, dem Wasserhändler im Osten der Stadt? Sie haben sich einfach mit seinem Gold aus dem Staub gemacht. Und? Kafu steht hoch in der Gunst von Gonzales. Muss ich noch mehr sagen? Ich werde den Artefaktdieb Yusuf töten. Gut. Aber dazu musst du den Kerl erstmal finden. Sieh dich mal bei der Ausgrabung um. Wenn du Glück hast, versteckt er sich in der Nähe. Ich kümmere mich um Ramirez. Gut. Alles, was ich weiß, ist, er hat sich auf den Weg in die Ruinenfelder gemacht. Und er ist schon ziemlich lange verschwunden. Also finde raus, was da los ist. Okay, und ich werde Kafus Wachen aufspüren und töten. Ich habe schon Leute nach Norden und Osten geschickt. Aber sie haben nichts gefunden. Und was heißt das? Wer so dreist ist, sich mit Gonzales anzulegen, der ist auch dreist genug, in der Nähe zu bleiben. Ich werde sie schon finden. Aber sei vorsichtig. Die Typen lassen nicht mit sich spaßen. Okay, was kann er über die Jagd beibringen? Bring mir was über die Jagd bei. Okay, noch nicht. Da haben wir wieder einen Teleportstein. Vielleicht rum wie ein Dieb. Okay, haben wir hier noch mehr Leute mit Namen? Assassine. Am besten, du erledigst das selbst. Anktos. Du gehörst zu den Nomaden? So ist es. Ich bin aus Kajos Sippe. Eines Tages werden meine Brüder kommen und mich befreien. Ist es klug, das so laut zu sagen? Die Assassinen glauben nicht daran, dass wir es jemals schaffen. Und du? Ich bin bereit, für meine Freiheit zu sterben. Das ist alles, was für mich zählt. Und wo finde ich Kajo? Das will ich dir sagen, obwohl ich nicht weiß, welche Absichten du hegst. Deshalb sei gewarnt. Leg dich nicht mit meiner Sippe an. Du würdest es bitter bereuen. Komm zur Sache. Das Versteck meiner Sippe ist eine Höhle am westlichen Ende der Ruinenfelder. Und du kämpfst in der Arena? Richtig. Wenn du gegen mich kämpfen willst, dann geh zu Philippe. Ah, okay. Paladin? Na, Junge? Willst du in der Arena kämpfen? Da musst du schon an mir vorbei. Ich bin dein erster Gegner. Das heißt dann wohl, die anderen sind alle stärker als du. Weißt du, früher war ich mal richtig gut. Heute bin ich ein altes Eisen. Aber für dich werde ich noch einmal zeigen, was ich drauf habe. Geh zu Philippe und sag ihm, dass du kämpfen willst. Warum nennen sie dich Paladin? Ich war einfacher Soldat im Heer des Königs und habe im Krieg gegen die Orks gekämpft. Die Assassinen haben uns aufgemischt und mich verschleppt. Dann hatte ich die Wahl. Arena oder Steine klopfen. War klar, was ich mache. Nun, und dann haben sie mir diesen Titel verpasst, um Zuschauer anzulocken. Hat funktioniert. Okay, das ist Philippe. Speichere ich einmal und rede mit ihm. Ah, ein neues Gesicht. Ich bin Philippe und leite die Arena. Ich bin... Interessiert an Ruhm, Ehre und Gold? Ja. Dann bist du bei mir an der richtigen Adresse. Okay, was sind die Regeln? Du kaufst bei mir einen Kampfpartner. Gewinnst du, bekommst du das Doppelte zurück. Und für den Champion gibt's die Mondklinge. Was genau ist die Mondklinge? Der große Preis für den Champion der Arena. Das weißt du nicht? Pah! Ich kann dir versichern, das ist die wohl begehrteste Waffe, die du hier in Morasul finden wirst. Selbst Gonzales, der mächtigste Mann der Stadt, würde die Mondklinge gern in seinem Besitz wissen, möchte ich wetten. Ach was. 100 Gold, okay, komm, machen wir.
Ich bin bereit. Ich will kämpfen. Darauf bin ich gespannt. Kommt in die Arena. Dort tritt nun an der Herausforderer, der Fremde aus dem Norden, gegen den bekannten, gefürchteten und allseits verehrten Paladin. Was muss ich jetzt tun? Was muss ich jetzt tun? Wenn du nicht kneifen willst, musst du in die Arena gehen. Am besten, du hältst dich der Paladin darauf. Wird dort auf dich warten. Verlässt du okay. die Arena, bevor der Kampf alles. Vorbei ist, hast du verloren. Klar? Okay, schaffen klar. wir. Bloß dann beweg dich. Okay, den schaffen wir. Wo geht's jetzt runter? Wie komme ich da runter? Da. Jo, okay, doch ein bisschen härter. So, aber Stärke geht nochmal hoch. So, seine Sachen gehören jetzt mir. Und nochmal was futtern. So, und speichern. Dann will ich den nächsten auch noch besiegen. Aber ich will mit Paladin nochmal reden. Da ist nichts zu holen. Wir sprechen uns noch. Ach, manchmal fühle ich mich so müde. Und wie war der Kampf für dich? Früher, da habe ich 2 von deiner Sorte zum Frühstück verputzt. Und heute lässt du mich Sand schlucken. Mann, ich werde alt. Du hast dich gut geschlagen. Okay, Erfahrung plus 500. Nice. Nur weil wir mit ihm gesprochen hatten. Ich speichere noch einmal und dann kämpfen wir mal gegen den nächsten. Will ich jetzt auch mal Champion werden? Das bringt aber auch viel. Also Kämpfer. Assassine. Warte mal, wer ist denn das da? Händler. Zeig mir deine Ware. Okay, der hat nur Fackeln. Hier, Schwert darf er haben. Schild darf er haben. Okay. Bei dem können wir unseren Loot hier dann wieder austauschen. Oh, durchaus beeindruckend. Allerdings glaube ich, dass du nur verdammt viel Glück gehabt hast. Glück? Wir wissen doch beide, dass die große Zeit von Paladin schon lange vorbei ist. Wenn du es wirklich zu was bringen willst, musst du schon stärkere Gegner schlagen. Anktos ist da schon von ganz anderem Kaliber. Ein Held des kleinen Mannes. Sehr geschickt im Umgang mit dem Schwert. Klar, warum nicht? Okay, gib mir den nächsten Gegner. Gib mir einen echten Gegner. Ah, du hast Mut, das muss ich dir lassen. Leute, hergehört! Es kämpft nun der Herausforderer. Der einsame Wanderer des Nordens gegen Anktos, den Nomaden. Er kam aus der Wüste, um den Tod seiner Brüder zu rächen. Ist der Herausforderer stark genug, um gegen ihn zu bestehen? Du solltest meinen Rat annehmen. Hast du noch einen Tipp für mich? Ja, pass auf deinen Hals auf. Und jetzt geh. Anktos wartet bestimmt schon in der Arena. Ja, kriegen wir hin. Ich will die Mondklinge haben. Ich hoffe, die ist besser als das, was ich habe. So, ich springe hier einfach direkt runter. Komm her! Da! Yo! Zieh die Waffe! So, einmal vom Rand da weg. So, den haben wir auch. So, Anktos.
Der war einfacher als der Paladin. Boah, es tut mir leid, dass ich jetzt gerade viel huste. Glaube, ich werde wirklich krank. Wir sprechen uns noch. Im Kampf verstehst du jedenfalls dein Handwerk. Respekt. Jo, danke. Nochmal 200 Fuß Erfahrung. Perfekt. Wie viel brauchen wir noch? Immer noch 10.000. Ja, okay. Kann noch ein Weilchen dauern. So, Felipe, den nächsten Gegner. Die Leute beginnen dich zu mögen. Hier kommt es immer gut an, wenn man einen Nomaden verprügelt. Aber dein nächster Gegner ist ein wahrer Bär. Groß wie ein Schrank und stark wie ein Ochse. Man sagt, er kann einem Bären mit bloßer Hand das Genick brechen. Was auch immer das für ein Tier sein mag. Okay, ich will einen richtigen Kämpfer. Ich will einen richtig guten Kämpfer. Da hast du dir aber was vorgenommen. Leute, hört her! Lasst euch dieses Spektakel nicht entgehen. Es kämpfen jetzt der geheimnisvolle Fremde gegen Elk, den Bären. Okay, Elk, speichern. Der hat aber auch keine Tipps mehr für mich. So, ich spring direkt so runter. Warten wir auf Elk. Dann zeig mal, was... Jo, nice. Stärke kriegen wir auch auf jeden Fall richtig voll. Ein Rundschild haben wir jetzt. Ich glaube, wenn wir jeden Arena-Kampf einmal durchhaben, kommen wir locker auf 300 Stärke schon. Ach, mein Kopf. Tja, eins muss ich zugeben. Du hattest einen guten Kampflehrer. Jo, danke schön. 500 Erfahrung dafür. So. Jetzt will ich den nächsten haben. Welch ein Kampf! Was für eine Darbietung! Ja, ja, schon gut. Du bist bereit. Bereit wofür? Den Titel. Nur noch einen Kampf und du bist der Champion von Morasul. Gegen Anga. Okay, ich will gegen deinen Champion antreten. Ich will gegen den Champion antreten. Ich hab's gewusst. Du gibst dich nicht mit einem Stück vom Kuchen zufrieden. Du willst alles. Bürger von Morasul. Es ist mir eine Freude, den nächsten Kampf anzusagen. Der aktuelle, ungeschlagene Arena-Champion von Morasul, Angar, gegen den aktuellen und verdienten Herausforderer, der Fremde. Ich dachte, ich heiße neu hier. So, gegen Angar. Aber ich hoffe, er und ich sind noch immer Freunde. Ich hoffe, Anga und ich sind wirklich noch Freunde hiernach. Von welcher Seite kommt er jetzt? Von der oder von der? Dann zeig mal, was du... Alter, Anga. Ah, verdammt. Ich muss ein bisschen Ausdauer tanken. Weil ohne Ausdauer wird das nichts. So, jetzt. Jo, einen Moment. Ich kann jetzt nicht mal eben schnell was essen oder trinken. Bleib stehen. So, doch. Schnell, beeil dich! Da!
Okay, nochmal kurz Ausdauer. Ist eines davon, was er da in der Hand hat, eine Mondklinge? So, jetzt. So, nochmal Ausdauer tanken. Wir haben ihn gleich, aber der hat uns auch schon gleich. Ist jetzt nur die Frage, wer gewinnt. Ich hoffe, wir gewinnen. Ja, wir haben es. Siege Anger. Ach, er hat nur normal Dings. Ich nehme trotzdem alles weg. So, da brauche ich jetzt definitiv einen Heiltrank. Ich speichere mal. War aber, ich glaube, Anger wird sagen, es war klar. Wie habe ich mich geschlagen? Mann, du hast es immer noch drauf, was? Ich gratuliere. Du bist jetzt der neue Champion von Morazul. Wird vielleicht doch Zeit, dass ich mich zur Ruhe setze. Oh, ich kann ihn mitnehmen. Nice, feier ich. Ich finde super, dass wir alle unsere Freunde hier wiederfinden. Nach und nach. So, ich hoffe, wir kriegen jetzt die Mondklinge und dass die besser ist als das, was ich hier habe. Hey, guter Kampf. Danke. Du bist wahrlich ein würdiger Champion. Was jetzt? Du hast den Champion geschlagen. Ich fürchte, es gibt nun erstmal keinen Herausforderer für dich. Aber ich habe auf dich gewettet. Hast mir ein hübsches Sümmchen Gold eingebracht. Wo ist mein Preis? Hier, diese edle Klinge gehört jetzt dir. Mondklinge erhalten. Plus 1250 Erfahrung. So, okay. Ich will mir die jetzt mal ansehen. Assassinschwert, Breitschwert, Mondklinge. Eine geheimnisvolle Aura umgibt diese Klinge. Die gibt aber keinen Schaden. So. Kann den Schleif dann eigentlich benutzen? Nope. Gibt es hier noch jemanden? Bandaro hatten wir ja schon. Okay, der Kampf hat sich gar nicht wirklich gelohnt, kann man sagen. Kämpfer. Was treibst du dich hier herum? Was ist das für ein Gebäude hier? Was ist das für ein Gebäude hier? Für diese dumme Frage sollte ich dich auspeitschen lassen. Du stehst hier vor der Residenz eines der mächtigsten Händler Varans. Gonzales hat großen Einfluss hier in der Wüste. Und du wirst seinen Namen ehren oder sterben. Was kannst du mir über Gonzales erzählen? Was kannst du mir noch über Gonzales erzählen? Er ist der geschickteste Händler in der Wüste. Und Zubens wichtigster Mann, wenn es um Geschäfte geht. Also sieh dich vor, wenn du Gonzales Zorn erregst, dann wird es dir schlechter gehen. Ja, schon klar. Und wie kann ich mich Gonzales erkenntlich erweisen? Jeder weiß, dass Gonzales nur die Männer empfängt, die ihn beeindrucken und ihm Geschenke machen. Verstehe. Okay, kann ich mit Gonzales sprechen? Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Okay, da fehlt mir noch. Wegen der Geschenke für Gonzales. Sprich, was hast du anzubieten? Ich bringe Gold für Gonzales, ich bringe ihm die Mondklinge. Was könnte Gonzales besonders gefallen? Tja, was könnte einem Mann von Welt schon gefallen? Eine besondere Waffe, die hart erkämpft wurde. Eine schöne Frau? Vielleicht auch, wenn längst überfällige Schulden endlich beglichen werden. Lass dir was einfallen. Morazul ist groß. Du wirst hier schon die passenden Geschenke finden. Ich werde mich mal umsehen. Ich bringe ihm die Mondklinge. Die Mondklinge, sagst du? Der große Preis der Arena von Morazul? Mir bringt sie nichts. Geschenk. Gonzales nimmt dein Geschenk dankbar an.
So, rufen Morasul plus 5. Okay, und Erfahrung nochmal. Kann ich jetzt mit Gonzales sprechen? Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Okay, fehlt noch ein bisschen was. Okay, also... noch ein paar andere Aufgaben machen. Der Assassine. Auch nur Assassinen? Sklaven? Was hat der einen Namen? Ne, heißt einfach nur Sklave, okay. Wer ist denn das? Händler. Assassine, Kämpfer. So, Assassine. Ismail. Ich bin Ismail, der Schmied hier. Der einzige Schmied weit und breit. Verstehe. Dann hast du wohl viel zu tun. Das kannst du glauben. Fast jeder hier trägt eine Waffe von mir. Wo gibt's hier was zu holen? Wo gibt es hier was zu holen? Hast du schon in der Arena gekämpft? Ja. Felipe hat was ganz Besonderes aufgetrieben. Der nächste Champion bekommt die Mondklinge. Ist das nichts schon für dich? Wenn ich 10 Jahre jünger wäre, würde ich mir das nicht entgehen lassen. Wenn du noch eine Waffe brauchst, ich kann dir was verkaufen. Und wenn du wissen willst, wie du eine Klinge schmiedest, das kann ich dir auch zeigen. Okay, lass mich mal einen Blick auf deine Waren werfen. So, was hat er hier? Elite-Assassinenrüstung, Assassinenrüstung, leichte Assassinenrüstung, Erzrohling. Ja. So, Rundschild darf er haben. Die Assassinschwerter, der Breitschwert. Speer darf er haben. So, wir sind wieder bei 35.000. Ist krass, wie viel Geld wir hier mittlerweile bekommen. Apropos, was ist mein Beruf bei den Rebellen? 33.000. Ein Seelenkelch? Was ist hier jetzt bitte ein Seelenkelch? Sind die Quests relevant für irgendwas? Ich habe den jetzt mal mitgenommen. So, hier Seelenkelch, Gold wert 50. Für wen sind die? Wer will die haben? Gibt's hier noch mehr von denen? Nicht, dass ich jetzt aus Versehen den irgendwo verkaufe. So, der sieht aus mit einem Namen. Ah, sieh an, der neue Champion von Morasul. Hey, du, suchst du auch nach den Tempelschlüsseln? Wie bitte? In dieser verfluchten Stadt gibt es doch nur noch ein Thema. Die Artefaktschlüssel zum Tempel von Morasul. Ach was. Der Typ in meiner Kneipe stellt viele Fragen über den Tempel. Ich glaube, er weiß etwas. Vielleicht redest du mal mit ihm. Was willst du trinken? Oder bist du schon pleite? Wie meinst du das? Morasul ist ein teures Pflaster. Wenn du hier kein Gold hast, bist du schnell aufgeschmissen. Okay, du siehst nicht aus wie ein Assassine. Das liegt wohl daran, dass ich aus Myrtana komme. Wie kann ich hier Gold machen? Du kannst natürlich versuchen, mit den Händlern ein paar Geschäfte zu machen. Sonst noch was? Naja, und wenn du wirklich ganz dringend Gold brauchst, kann ich dir was vorstrecken. Tatsächlich? Wie viel? Naja, für dich sagen wir 1000. Da gibst du mir aber noch 400 mehr zurück. Nee, danke. Kredithai habe ich keine Lust. So, da haben wir ein Fläschchen. Und wer ist denn das? Kirk. Interesse an einem kleinen Geschäft? Was macht ein Söldner in Morasul? Geschäfte? Was sonst? Du bist doch auch hier, um abzusahnen, oder etwa nicht? Was hast du anzubieten? Oh, ich sehe, ich habe deine Neugier geweckt, was?
Ich kann dir sagen, wie du an einen der Tempelschlüssel von Mor'Azul kommst. Und weiter? Nun, das kostet dich eine Kleinigkeit. Wie viel? 500 Goldstücke. Ja, okay. Wo ist der Tempelschlüssel? Wo ist der Tempelschlüssel? Hast du das Gold? Ja, hier. Ja, hier. Gut, also, der Tempelschlüssel ist draußen vor der Stadt. Wüstenräuber haben ihn. Sie haben ihn bei einem Überfall erbeutet und suchen nun einen Käufer. Weißt du, wo die Räuber sind? Ja, wenn du willst, führe ich dich hin. Okay, führe mich zu den Wüstenräubern. Führe mich zu den Wüstenräubern. Alles klar, folge mir. Ich speichere das mal. Kirk und die Wüstenräuber. Kirk, jetzt komm. Ich will den Tempelschlüssel haben. So, was... Wir müssen mal die Ruinen richtig absuchen. Da ist Kirk. Könnte sich vielleicht noch richtig lohnen. Da unten ist ja Wasser. Warte mal. Ah, wir sind so weit im Süden, okay. Kirk? Oder Kirk? Wird der Kirk ausgesprochen? Ah, ich glaube, ich weiß, welche Wüstenräuber. Die beiden, die wir hier vorhin noch begegnet sind. Ja, die beiden. So, mein Freund, jetzt hat dein letztes Stündlein geschlagen. Verstehe. Du bist selbst Wüstenräuber, was? Wäre besser, wenn du mir jetzt ganz schnell deine erbeuteten Tempelschlüssel gibst. Woher willst du wissen, dass ich welche habe? Die dämlichen Dinger sind hier einen Haufen Gold wert. Einen habe ich schon erbeutet. Und jemand wie du kommt nicht nach Mor'Azul, um Sklaven zu verkaufen. Ich wette, du hast dir auch schon den einen oder anderen Schlüssel an Land gezogen. Und die werde ich jetzt aus dir herausprügeln. Ich mach dich fertig. Digga, ich hab erst von dir, von dem ersten Schlüssel erfahren, ja? Bleib stehen. So, okay, Das wird ein bisschen schwierig hier. So. Jo, nein! Alter, was? Alter, okay. Das war gerade am Ende, das war richtig beschissen jetzt. Und dann dürfen die gleich sehen, wie die, also, die haben jetzt jemanden einfach für umsonst getötet. Ich habe gar keinen Tempelschlüssel, oder? Habe ich einen Tempelschlüssel? Ich habe hier noch gar keinen Tempelschlüssel. So, wo ist der lang? Kirk? Was, wenn ich jetzt vorrenne und die beiden da zuerst umlege? Ich speichere mal hier einmal. So schnell kann der Kollege jetzt nicht sein, der Körper, oder?
Obwohl. So, ich speichere nochmal. Um ganz sicher zu gehen, dass wir den erledigt bekommen. So, mein Freund. Und ich mach dich fertig. So, machen wir Kirk fertig jetzt. So. Der lebt aber noch. Questerfolg findet fünften Tempelschlüssel von Morasul. Kann ich mit dem noch reden oder muss ich dem nochmal aufs Maul hauen? Vor allem, warte mal. Tempelschlüssel. Tempelschlüssel. Ach, mein Kopf. Zu schwer, zu schwer. Oh, jetzt bist du da! Oh. Ah. So. So jemanden brauchen wir nicht. Krieg ich dich doch noch. Nice! Okay, haben wir. Levelaufstieg auch nochmal geschafft. Das können wir speichern. So, nochmal was futtern. Was wäre jetzt das nächste, was ich machen wollte? Hier skillen. Den hier könnten wir ja. Beim nächsten Mal kommst du nicht so glimpflich davon. Steck die Waffe weg! Dir werde ich helfen! Scheiße. Tut was. Weg mit der Waffe! Ich reiß dir den Kopf ab! Ich wollte schon sagen. Also diese Wüstenräuber mag ich nicht. Apropos, haben wir Fleisch zum Grillen? Nee, leider nicht. Schade. So. Apropos, wie viele Schlüssel gibt's denn hier? Morasul? Paphos Wachen? Ich hab keine Ahnung. Also, aber immerhin einen der Tempelschlüssel haben wir schon. Wer ist das hier? Kafu! Du kommst zur rechten Zeit, Vater der Tüchtigkeit. Ich sage es nur ungern, aber meine eigenen Wachen haben mich ausgeraubt. Diese Hunde, sie sollen keine Tropfen Wasser mehr finden. Du handelst mit Wasser? Du handelst mit Wasser? Es kann ein lukratives Geschäft sein, Herr der 1000 Abenteuer. Was gibt ein verdurstender Reisender nicht alles für einen kühlen Schluck aus meinem Brunnen? Wenn du willst, kann ich dir auch einen kühlen Schluck anbieten. Alles gut. Du lässt dich von deinen eigenen Wachen beklauen? Du lässt dich von deinen eigenen Wachen beklauen? Wenn du etwas für mich tun willst, dann bring diese Burschen zur Strecke. Ich habe die Sache schon an den Kopfgeldjäger Bandaro weitergegeben. Doch seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Was haben dir die Wachen gestohlen? Was haben dir die Wachen gestohlen? Es waren mindestens 700 Goldstücke. Ich will sie wiederhaben. Ich werde deine Wachen erledigen. Ich hoffe, dass sie bereits unter Innos unbarmherziger Sonne verdorrt sind. Ihre Körper sollen ver...
Ja, ja, schon gut. Okay, und ich bringe dein Gold zurück. Ich bringe dir dein Gold zurück. Das wäre nur zu gütig, Meister der Großzügigkeit. Kappa will sein Gold zurück. Sein Wasser will ich nicht. So. Gehen wir mal hoch. Wir haben hier jetzt Kapus Wachen. Kafu will sein Gold zurück. Ich weiß jetzt nur nicht, wo genau Ramirez, der verschwundene Assassine, Ruinenfelder gemacht hat. Die Ruinenfelder sind wahrscheinlich da hinten. Hier gibt es aber auch viele Ruinen. Gefühlt die ganze Wüste besteht nur aus Ruinen und Sand. Gibt es hier noch mehr, mit denen ich hier reden kann? Ismail hatten wir ja schon. Kämpfer. Genau, hier waren wir, bei dem. Ne, ich dachte, ich könnte ihm das von dem Typen da nochmal erzählen. Gibt es hier aber noch jemanden? Wir müssten auch einmal zu Riordian wegen schnelles Lernen, würde ich sagen. Bandaro. Hier hinten waren wir noch nicht, hä? Assassine. Ramon. Was ist? Hast du dich verlaufen? Sehe ich so aus? Irgendwie schon. Du schaust hier in jede Ecke, als hättest du was verloren. Oder du suchst nach einer Gelegenheit, hier in der Stadt was einzusacken. Richtig? Und wenn es so wäre? Unsinn, ich suche Arbeit. Unsinn, ich suche Arbeit. Nun, für jemanden wie dich hätte ich da etwas. Und wenn es so wäre? In dem Fall kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Wie sieht's aus? Okay, was hast du anzubieten? Okay, was hast du mir anzubieten? In dieser verdammten Stadt leben die einflussreichsten Händler der ganzen Wüste. Entsprechend groß sind auch ihre Besitztümer. Wenn du mir hilfst, sie etwas zu erleichtern, könnte ich dir beibringen, wie man richtig absahnt. Gut, ich helfe dir. Was genau soll ich stehlen? Gut, ich helfe dir. Was genau soll ich stehlen? Vor einiger Zeit war so ein Quacksalber in Morasul. Er hat den Händlern hier Geschichten von einem großen, bösen Dämon erzählt. Er käme immer bei Nacht und würde den Ungläubigen die Seelen rauben. Natürlich gab es ein Gegenmittel, den Seelenkelch. Oh, den habe ich. Er würde jedem, der ihn besitzt, vor dem Dämon schützen. Fünf der Händler hier haben ein Vermögen bezahlt, um den Seelenkelch also zu kriegen. Also fünf Seelenkelche gibt es. Seitdem hat jeder von ihnen einen davon neben seinem Kopfkissen stehen. Bring mir die fünf Seelenkelche. Die Idioten werden noch ein zweites Mal bezahlen, wenn sie merken, dass die Dinger weg sind. Bei wem genau steht so ein Seelenkelch? Bei wem genau steht so ein Seelenkelch? Fesul hatte einen gekauft. Und Ilja auch, das weiß ich. Bei den anderen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Schau dir einfach ihre Betten an. Und komm nicht auf die Idee zu versuchen, ihnen die Dinger selbst wieder zu verkaufen. Das erfordert schon ein wenig mehr Verkaufstalent, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, klar. Okay. So, einen haben wir, also fünf Stück gibt es insgesamt. So, was ist das hier? Also ich freue mich schon, die Dinger hier zu klauen, auf jeden Fall. So, Elitekrieger, Kämpfer. Okay,
Okay, das scheint wirklich eine große Stadt zu sein. Hier geht's auch nochmal nach oben. Okay, wegen den Seelenkirchen sagt bisher jetzt aber keiner was. Oh, da. Den zweiten haben wir. Dann wahrscheinlich da oben. Fesul. Also ich gehe mal da hoch und gucke mal, ob hier noch einer rumliegt. Die sind immer bei den Betten, hat er gesagt. Es ist an der Zeit, etwas zu unternehmen. Ich traue mich nicht da reinzugehen, sonst bin ich dann auch selber eingeschlafen. Ilja! Dann wohnt er wahrscheinlich hier oben. Gehe ich mal von aus. Da ist noch einer. Drei haben wir jetzt. So, dann mal gucken. Irgendwo muss es noch zwei geben. Oder warte, wie viele haben wir jetzt genau? Drei. Drei Seelenkelche. Und sieben Feuerkelche. Ich glaube, hier oben könnte auch noch einer sein. Nee, das sind nur so Baracken. Hier vielleicht? Nope. So, hier haben wir wieder die Sklaven. Ich gehe mal wieder in die Stadt rein. Das ist jetzt wieder Ilja, kann das sein? Ja. Da bist du dir ganz sicher. Kann ich mit Ilja nochmal reden? Sei gegrüßt, Hüter der 1000 Münzen. Du siehst aus, als seist du auf der Suche. Bist du auch ein Jäger der verlorenen Tempelschlüssel von Murasul? Oder führt dich doch ein anderes Geschick als die Gier nach Profit in unser heißes Land, mein blasser Freund? Du bist doch selber blass. Erzähl mir über die Tempelschlüssel. Erzähl mir mehr über die Tempelschlüssel von Murasul. Oh ja, das will ich gerne tun. Zufällig habe ich einen in meinem Besitz. Vielleicht können wir eins geschenkt. Okay, was verlangst du für deinen Tempelschlüssel? Was verlangst du für deinen Tempelschlüssel? Weißt du, den habe ich nicht ohne Grund erworben. Im Tempel liegt etwas, was ich gerne haben möchte. Was? Eine alte Vase. Sie ist übersät mit alten Schriftzeichen. Ich biete dir folgenden Handel an. Ich gebe dir den Schlüssel und du besorgst mir die Vase. Was hältst du davon? Ich hol dir deine Vase aus dem Tempel. Ich hol dir deine Vase aus dem Tempel. Gut. Denk dran, sie ist über und über mit Schriftzeichen versehen. Und wenn du nicht lieferst, wird mir ein Kopfgeldjäger deinen Kopf liefern. Hier ist der Schlüssel. Und lass dir nicht zu viel Zeit. Wie viel Zeit habe ich denn? Du bist Händler? Du bist Händler. Gut erkannt. Ich handle mit Artefakten, wie so viele Männer meines Schlages in diesem Land. Hast du vielleicht Interesse an meiner Ware? Zeig mir deine Ware. Was hat er denn? Steintafeln. Die will ich. 1000 Gold. Was kann ich ihm dafür anbieten? Assassinschwerter. Das hier. Eine helle Bade. So, dann haben wir hier Schädelschild und ein Lederschild.
Was habe ich sonst? Hier, den Rober kann er haben. 51 Fackeln haben wir. So, wo haben wir die Tafeln? Hier. Die benutzen wir mal. So, 56 altes Wissen haben wir. Wofür brauchen wir nochmal altes Wissen? 200, benötigtes altes Wissen. 250. Ja, okay, also altes Wissen können wir gerne noch 250 machen. Hier ist jetzt nichts, was altes Wissen irgendwie 300 oder so braucht. Stärke ist, glaube ich, das einzige, wo man hier 300 braucht. Irgendwo. Hier. Und dann sonst hier das 225. Ja, geschickt. Und Schmieden ist 60 halt. Alchemie. Warte, Alchemie haben wir 76. Wir könnten eigentlich das hier und das hier machen. Das hier auch. Okay, Alchemie. Wir können Alchemie durchlernen. Diebeskunst. Diebeskunst noch nur bis 100, okay. Da fehlen uns noch 60 Punkte für. Wir können Alchemie durchmachen. Durchziehen. Wer ist denn das? Ach, einfach nur ein Assassine, der hier in seinem Käfig chillt. Jetzt komme ich hier nicht durch. So, und ich wusste, dass so etwas passieren würde. Perso sprechen wir später. Hier oben waren wir ja schon. Waren wir da oben schon? Ich glaube schon, dass wir hier waren. Hier geht es sogar noch weiter. Glaubst du wirklich? Da steht was geschrieben. Min. Ist das eine Art Easter Egg, was ich gefunden habe? Das hätte ich dir vorher sagen können. Ach, wir sind hier wieder. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.